Über 2000 Zuschauer, darunter DFB-Direktorin Steffi Jones, verfolgten die Partie im Neumühlenstadion von Beelen. Und ihr, Conny Polas, der Spielerin mit der Rückennummer 9, gelang der entscheidende Treffer bereits in der ersten Halbzeit. Bei schwülem Wetter und immer wieder einsetzenden Regenschauern waren beide Teams zunächst darauf bedacht, nicht schon zu Beginn kapitale Fehler zu machen. Allerdings gelang dies nicht immer. Der Rasen, er war rutschig und so fiel die Ballkontrolle natürlich nicht immer leicht. Gleich zu Beginn der Partie wurde das deutlich Glück für das deutsche Team in dieser Szene, dass dieser Querschläger der deutschen Rechtsverteidigerin nicht bei der südkoreanischen Sturmspitze landet. Das hätte mit ein bisschen Pech auch ins Auge gehen können. Kaum verwunderlich daher auch, dass die ersten zaghaften Torannäherungen auf beiden Seiten in Form von Distanzschüssen zu verzeichnen waren. Für Südkorea verfehlte Yang Ah-jo das deutsche Tor. Wenige Minuten später setzte auf der anderen Seite Stefanie Börold einen Hammer aus über 25 Metern an die Querlatte. Sonst hätte es hier schon Grund zum Jubeln gegeben. Aber dank einer stark aufspielenden Lena Gößling bekam die deutsche Mannschaft langsam einen besseren Zugriff auf das Spiel. Schauen Sie sich mal diesen Zuckerpass von Lena Gößling an. Kein Abseits und gleich die erste Großchance nutzt Polas zum 1:0. Dabei hält sie die Nerven und überlupft die südkoreanische Torhüterin Seori. Wir schauen uns das Ganze nochmal in der Zeitlupe an, ganz abgebrüht, wie cool und lässig Conny Polas da die Schlussfrau aus Südkorea überwindet. Riesenfreude jetzt natürlich im deutschen Team. 27 Minuten waren da gespielt, da stand es 1:0 für die Damen in den schwarz-weißen Trikots. Und nur kurze Zeit später klingelte es schon wieder im Kasten des deutschen Gegners. Kerstin Stegemann schiebt nach dieser Ecke den Ball ein, doch die Situation abgepfiffen. Und in der Zeitlupe wird es deutlich, Stegemann hatte da unerlaubterweise die Hand benutzt. Der Treffer daher völlig zu Recht aberkannt. Südkorea versuchte zu antworten, aber Jung Ah-jo verzweifelt bei diesem Eckball an der deutschen Abwehr. Der Schussversuch abgeblockt. Dann war Halbzeit. Unser Reporter Uli Gutzian nutzte die Chance und schnappte sich Steffi Jones zum Interview, auch um die Frage zu klären, Militär-WM und Nationalmannschaft, wo liegt da eigentlich der Unterschied? Also generell ist das ja hier eine Militärweltmeisterschaft, also ist es auch das größte Turnier, was die Soldatinnen spielen können. Und ich glaube, das ist schon toll, dass wir sie einerseits in Deutschland austragen dürfen und dass dann auch noch die deutsche Mannschaft im Finale heute steht, ist umso schöner, weil das der einzige Tag war, wo ich kann und deswegen freut es mich umso mehr. Ist denn für Sie Zeit, vielleicht mal das ein oder andere Talent da noch rauszukristallisieren? Also soweit ich weiß, sind alle Spielerinnen, die hier jetzt auflaufen, vereinszugehörig. Das heißt, ich muss sie gar nicht mehr sichten, sondern die sind schon bekannt. Und außerdem haben wir ja so eine enge Zusammenarbeit mit der Bundeswehr einerseits und dann eben auch mit der Sportförderkompanie, dass wir da immer wieder sofort erfahren, wenn sich da irgendein Talent auftut. Aber hier geht es wie immer um das Team und die können heute Militärweltmeisterschaft gewinnen und ich gehe davon aus, dass sie das schaffen. Sie sollte recht behalten. Nach dem Seitenwechsel vergab Deutschland allerdings noch einige gute Möglichkeiten, die Führung höher zu gestalten. Zweimal stand Polas frei vom gegnerischen Kasten, schoss jedoch jeweils über das Tor und auch Adriane Gründig vergab eine Möglichkeit. Sie verfehlte den Ball freistehend nach einer Hereingabe von Stefanie Börold. Die Koreanerinnen machten konditionell einen guten Eindruck und starteten in der letzten Viertelstunde die Schlussoffensive, während Deutschland auf der anderen Seite versuchte, über lange Bälle zum Erfolg zu kommen, da die deutsche Mannschaft um Marlene Kowalik und Jenny Napierai sicher stand, wurde die knappe 1:0-Führung der deutschen Mannschaft ins Ziel gerettet. Nach 90 Minuten war dann Schluss und der Jubel erkannte jetzt natürlich keine Grenzen mehr. Die deutschen Spielerinnen hüpften im Kreis und zeigten, dass sie auch, was das Feiern betrifft, weltmeisterliche Qualitäten besitzen. Wir hören mal rein. Tolle Bilder und auch
Von uns natürlich nochmal die besten Glückwünsche an die deutsche Mannschaft. Ein tolles Turnier wird am Ende mit dem Titel belohnt. Bilder, die wir so sicher auch gerne von der Herrennationalmannschaft bei der Europameisterschaft gesehen hätten. Aber da sollte es ja nicht sein. Wie bekannt war für die Herren im Halbfinale gegen Italien Schluss. Kompliment auch an das Team von Südkorea, die sich den zweiten Platz ebenfalls mehr als verdient haben und mit Stolz ihre Medaille entgegennehmen konnten. Der WM-Pokal, der bleibt allerdings in der Heimat. Nina Mittrop von der deutschen Elf nahm den Cup unter dem Jubel und Applaus der Zuschauer entgegen. Anschließend wurde sicher noch weiter gefeiert. Eine Stimme zum Spiel, die haben wir auch noch für Sie, Nena Gößling. Ja, ist natürlich super, dass wir das mit der Mannschaft heute hier geschafft haben. Ich denke, das war eine geschlossene Teamleistung hier und wir sind natürlich super froh, dass wir heute den Titel geholt haben hier im eigenen Land.